Mit einem schönen Gesicht aufwachen, statt zerknittert und aufgedunsen, da muss man manchmal ein bisschen nachhelfen. Heute zeige ich dir zwei Tipps, für die man spätestens mit 40 wirklich dankbar ist. Sie machen dich praktisch schön im Schlaf. Wenig Arbeit, super Effekt. Der zweite Tipp ist etwas ungewöhnlich. Ich bitte dich, sei offen. Ich habe ihn ausführlich getestet und kann nur sagen, wow. Mein Name ist Christina Schmid. Ich bin die Autorin von G-Start Botox und natürliches Facelifting. Und hier geht es um gesunde Wege zur natürlichen Schönheit. Hier kann man auch immer etwas gewinnen. Und heute können drei von euch das Sensitive Beauty Tape gewinnen, das super geeignet ist, um Falten festzukleben, die sich über Nacht bilden. Wie du gewinnen kannst, darüber sprechen wir später. Wenn ich zu dir sage, drücke hier fest und halte, wirst du intuitiv sagen, das mache ich nicht, das vertieft meine Falten. Aber im Grunde genommen ist es genau das, was in der Nacht passiert. 6 bis 8 Stunden lang wird unser Gesicht gequetscht. Immer wieder wird zu diesem Thema geraten, in der Rückenlage zu schlafen. Manche machen das sogar die ganze Nacht, das kann man sich offensichtlich antrainieren. Sei damit vorsichtig, in der Rückenlage kann das Gehirn seine Abfälle nicht effektiv beseitigen. Studien zeigen, dass das Schlafen in der Rückenlage Krankheiten wie Parkinson und Alzheimer begünstigen kann. Soll man sie deswegen komplett meiden? Nein, sie entspannt den Rücken. Der Körper soll sich bewegen können in der Nacht. Er ist schlauer als wir und wenn er sich immer wieder dreht, dann weil er weiß, dass in jeder Lage irgendetwas gequetscht wird. Lass ihn also in der Nacht sich frei bewegen, dann kann er auch zu seiner Erholung kommen. So bleibt uns beim gesunden Schlaf das Quetschen des Gesichts nicht erspart. Und hier können Tapes eine super Abhilfe schaffen. Jede von uns hat so ihre Falten, die in der Früh besonders ausgeprägt sind. Ganz oft sind es diese Schrägfalten hier, Augenfalten, Wangen, Nasolabial, Marionetten und Sonnenfalten. Und mit den Tapes kannst du sie einfach straff halten und kannst in der Nacht dich wirklich in den Polster so eingraben, wie du möchtest, ohne dass deine Falten vertieft werden. Ich finde das sehr angenehm. So ein Tape ist nicht einfach nur ein Pflaster. Es verfügt über eine Elastizität, die der Haut sehr nahe kommt. Das bedeutet, deine Haut wird nicht nur straff gehalten, sondern auch noch sanft massiert. Das kommt dem Gesicht sehr zugute, nicht nur der Haut, sondern auch dem Muskel darunter. Es gibt einige Falten, die durch den darunter verspannten Muskel entstehen. Ja? Und so hat man einen doppelten Effekt. Für diese Zwecke genügt vollkommen das Sensitive Tape. Es hat ein bisschen weniger Kleber, ist deswegen schonender für die Haut. Man wird ja schließlich immer wieder dieselbe Stelle kleben. Unsere Tapes sind atmungsaktiv, selbstverständlich, verfügen über einen Qualitätskleber, sind als Medizinprodukt Klasse 1A deklariert. Wir knüpfen uns jetzt den Augenbereich vor, kleben hier gegen Krähenfüße, weil sich das dort schön zeigen lässt. Das Tolle ist, dass damit auch die Schläfe massiert wird. Das schadet nie. Der Muskel ist meistens verspannt und ohne, dass er entspannt ist, bekommt man keinen schönen Augenbereich. Und der Muskel ist noch dazu groß, zieht sich bis unter die Haare und führt zu Haarausfall, wenn er verspannt ist. Denn verspannte Bereiche werden nicht gut versorgt. Jetzt schnappt ihr dein Tape. Viele von euch haben es ja schon daheim. Schau, dass du die Länge abschneidest. Da sind 4 Kästchen. Und wir nehmen 5 Streifen. Das Papier ist von der anderen Seite gestreift, so lässt sich alles schön abmessen. Nimm einmal 5 Streifen Breite. Damit hast du für jede Seite 1. Die Ecken werden abgerundet, weil man mit ihnen sonst am Polster hängen bleibt. Jetzt reißt du das Papier an, wenn man daran zieht, springt es auf, dann kann man es gut entfernen. Und bringst hier das Tape an, machst den Mund auf, Augen auf, schau mal, ob dein Augenbereich dann glatt ist. Wenn nicht, müsstest du bitte die Falten ganz leicht auseinanderdehnen. Aber nur ganz leicht, ja, nicht die Haut voll aufdehnen. Und das Tape ohne Zug anbringen und andrücken.
Es geht jetzt um keine Aktivierungen, so wie du es vielleicht viele von euch haben, meinen Online-Kurs. Dort sind 34 Applikationen fürs ganze Gesicht und den Hals, die du mit diesen kombinieren kannst. Das hier ist einfach nur Kleben gegen Falten. Wir wollen jetzt nur Falten glatt halten. Das Tape massiert trotzdem. Du hast den doppelten Effekt, beziehungsweise du kannst hier auch einfach die Muskelapplikation machen. Das ist speziell für das Massieren des Muskels. Du kannst diese Muskelapplikationen super mit diesen kombinieren. Ja, du kannst deine Muskelapplikationen machen und dann mit dem Sensitive Tape noch dort zukleben, wo dein Gesicht es braucht. Und hiermit werden die Krähenfüße festgehalten. Wenn du möchtest, kannst du das ein bisschen näher ans Auge bringen, dann vielleicht ein bisschen dünner. Wichtig ist nur eins, dass das Tape niemals in einer Falte aufhört. Also wenn du hier zum Beispiel noch so Falten hast, dann mach das Tape länger. Wichtig ist, dass da, wo die Enden sind, keine Falte ist. Wir können gerne gemeinsam noch diesen Bereich zukleben, weil zu den Schlaffalten auch diese Querfalten hier gehören, auch diese hier, dort kannst du auch einfach festkleben. Wir machen es 3 Kästchen breit und 2 Kästchen lang. Schneiden die Ecken ab. Reißen das einfachheitshalber gleich mal so in der Mitte ab. Du kannst das gerne auch so als Ganzes in die Hand nehmen. Diese Tapes gegen Falten werden ohne Zug geklebt. Das heißt, du dehnst sie nicht, bevor du sie klebst, sondern du klebst sie einfach ganz ohne Zug an. Du schaust einfach, dass die Haut wirklich glatt ist und klebst es hier an. Ganz wichtig ist, und andrucken, ja, wichtig, geh nicht weiter unters Auge. Die Haut ist hier sehr dünn. Wenn du sagst, deine Haut ist auch hier schon sehr, sehr dünn, dann würde ich auch hier nicht kleben. Meine hält das aus, deswegen klebe ich gerne auch hier, weil ich hier so einen Bereich habe, der zu Falten neigt, auch aufgrund der Adern, die dabei mir so ein bisschen durchkommen. Und ganz kurz zeige ich dir noch die Nasolabialfalte. Wenn du auch die Marionettenfalte kleben willst, mach sie extra. Mach nicht so einen langen Streifen, sondern hier einen, weil es 2 verschiedene Bereiche sind. Und einfach abmessen. So, da sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Kästchen lang und 4 Kästchen breite. Bei der Nasolabialfalte ist es wichtig, dass du den Streifen nicht zu schmal machst, damit er sich dann nicht in die Falte reinschiebt. Lieber ein bisschen dicker, damit hast du einfach nur mehr Massageeffekt. Die Ecken abrunden, anreißen. Und zum Glätten der Falte die Wange aufblasen. Außer es genügt nicht, dann verhelfe dem den Fingern, aber du verstehst, es geht darum, die Haut glatt zu machen. Und andrucken. Ich weiß eines, diejenigen von euch, die das hier probieren und einmal machen, werden es immer wieder machen. Ich bin immer wieder so begeistert von dem Unterschied, ja, aufzuwachen ohne Tape kleben. Ich habe auch so meine Stellen und auch das Schlafen mit dem. Wenn man es geklebt hat, fühlt sich das so ein bisschen an wie ein Fremdkörper. Aber nach einer Viertelstunde hat sich das so mit der Haut verbunden, man spürt das überhaupt nicht mehr. Also dieses Fremdkörpergefühl, das geht gleich einmal weg. Es stört beim Schlaf überhaupt kein bisschen. Du kannst diese Faltenapplikationen gut mit den Muskelapplikationen kombinieren aus deinem Online-Kurs. Bei manchen Falten würde ich dir überhaupt empfehlen, statt diesen Applikationen gleich eine Muskelapplikation zu machen, zum Beispiel die Zornesfalten. Würde ich nicht einfach nur mit Sensitive festkleben, sondern gleich mit einem intensiven Beauty Tape eine Massageapplikation machen. Die habe ich euch zum Beispiel in diesem YouTube-Video gezeigt, weil du damit
gleich zwei Effekte hast. Zum einen werden wird der Bereich glatt gestrichen über Nacht und zum anderen wird er massiert, entspannt und der Muskel wird umerzogen. Du bekommst bei uns im Shop nicht nur das Sensitive Tape, sondern auch die ganz normalen Beauty Tapes, die auch für den Körper geeignet sind, in allen möglichen Farben. Tob dich aus. Bei uns zu Hause wird bei jeder Verspannung, bei jeder Prellung geklebt. Das muss man wirklich einmal erlebt haben, was das bedeutet, wenn man ein Problem hat und so ein Tape, das in 3-4 Stunden erledigt hat. Ja, etwas, mit dem man sich vielleicht ein paar Tage schon gequält hat. Und also ein Tape massiert es einfach aus, das ist großartig. Das ist wie so eine Art passives Schrupfen. Das hat so einen ähnlichen Effekt, gerade wenn man im Nacken klebt oder am Rücken. Man klebt das meistens so, dass so kleine Falten entstehen und diese Falten, die massieren sozusagen die ganze Zeit, ist wie so ein sanftes Schrupfen. Großartig. Du kannst das, wie gesagt, an jeder Stelle machen. Stelle glatt streichen und das Tape ohne Zug anbringen. Gut ist das, wenn die Haut ölfrei und trocken ist. Das heißt, zuerst deine Pflegeprodukte anbringen und ich klebe dann meistens 1-2 Stunden später. Es genügt eine halbe Stunde, Viertelstunde, halbe Stunde. Sollte die Haut noch ein bisschen ölig sein, nehme ich meistens unser Aloe Vera Spray, sprühe auf ein Bett, trage das ab, trockne es ab und dann ist die Haut ölfrei und hat trotzdem ein bisschen Pflege drauf und dann kannst du super kleben. Der zweite Tipp. Ich bitte dich, sei offen. Oftmals haben wir vorgefertigte Meinungen. Vergiss nicht, die Wissenschaft von gestern ist der Irrtum von heute. Oftmals ist alles ganz anders, als man denkt. Ich würde dir nicht davon erzählen, wenn ich nicht selbst so tolle Ergebnisse damit gehabt hätte. Ich spreche vom Schlafen in Schräglage. Hierzu gibt es spannende Untersuchungen von Professor Amann Jensson und Dr. Hecht, den kennt ihr vielleicht als Zeolithpapst. Ich fasse das hier kurz zusammen. Wenn euch dieses Thema interessiert, schreibt mir das in die Kommentare, dann mache ich vielleicht mal ein eigenes Video dazu. Es ist ein wirklich spannendes Thema. Im Grunde genommen geht es darum, dass das flache Liegen die Schwerkraft außer Kraft setzt. Flaches Liegen, damit meine ich, wenn das Bett einfach parallel zum Boden steht, so wie es normalerweise steht. Wenn wir uns hinlegen in die waagrechte Position, deutet das unser Körper so, dass die Schwerkraft außer Kraft gesetzt wurde und das Herz-Kreislauf-System funktioniert anders. Wir wissen aus der NASA-Forschung, dass dies zu vielerlei Symptomen führen kann. Was die Schönheit betrifft, ist für uns Folgendes interessant. Astronauten kehren immer mit einem aufgedunsenen Gesicht zurück, so wie wir es auch von Alterungsprozessen kennen. Wenn man älter wird, wirkt das Gesicht breiter und aufgedunsener und das flache Liegen könnte dabei eine Rolle spielen. Aber das flache Schlafen, so wie wir es kennen, führt auch zu vielen gesundheitlichen Problemen. Zum Beispiel kann es verursachen Schlafstörungen, Herz-Kreislauf-Probleme, Blutdruckstörungen, Ödeme, also eben diese Wassereinlagerungen im Gewebe, erhöhter Gehirn- und Augendruck, Knochenschwund, Muskelschwund, Schwächung des Immunsystems und vieles andere. Um diesen Problemen vorzubeugen, muss man die Schwerkraft erhöhen, da der Körper dann selbst im Schlaf anders funktioniert. Das Herz muss anders pumpen und viele Prozesse laufen besser ab. Grundsätzlich genügt es, den Kopf höher zu lagern. Der Kopf soll 8 bis 17 cm höher sein als die Füße. Dann registriert das der Körper sozusagen als Schwerkraft. Um den Rücken zu schonen, wird aber geraten, das gesamte Bett schräg zu stellen. Das führt zu einer besseren Herzleistung, zu einer besseren Mikrozirkulation. Der Schlaf ist erholsamer bei kürzerer Schlafzeit. Man muss nicht mehr so oft aufs Klo in der Nacht. Und die Lymphe kann gut abfließen aus dem Kopfbereich. Das bedeutet, man ist in der Früh nicht so aufgedunsen. Aber es geht ja gar nicht nur darum, sondern es geht dann noch um Dinge wie Schnarchen, Reflux, das wird alles verbessert, Fibromyalgie, viel bessere Entgiftung des Körpers, aber auch des Gehirns. Das ist ein Thema, das immer wichtiger wird. Wie gesagt, schreibt mir, wie interessant das ist, dann würde ich dem eventuell ein eigenes Video widmen. Nun zu meinen Erfahrungen damit. Wir haben das so umgesetzt. Mein geschickter Mann hat Holzklötze gebastelt, die 8 cm groß waren. Diese haben wir dann an der Kopfseite des Bettes
und das Bett gestellt und so sozusagen die Kopfseite in die Höhe gestellt. Ich wollte vorsichtig anfangen. Es sollen ja 8 bis 17 Zentimeter sein. Ich habe mir gedacht, ich fange mit dem Minimum an, denn ich war nicht gesund. Als Folge dieser besonderen Zeit, die wir da die letzten 2-3 Jahre hatten, hatte ich als Folge meiner Erkrankung wirklich große Beinschmerzen und habe mir gedacht, da heißt es ja normalerweise Beine hochlagern für eine bessere Durchblutung. Ich wollte aber nichts unversucht machen, da ja das Schrägschlafen auch die Mikrozirkulation verbessert. Ich wollte es probieren und habe mir gedacht, ich fange mal mit dem Minimum an, mit 8 Zentimetern. Und ich bin am nächsten Tag schmerzfrei aufgewacht. Das war einfach unglaublich für mich. Seitdem bin ich überzeugt, dass diese Untersuchungen stimmen. Irgendwas ist da im Körper anders. Ich hatte die Schmerzen tagsüber schon wieder. Da möchte ich niemandem falsche Hoffnungen machen. Aber ich hatte schmerzfreie Nächte und ich hatte eine andere Ausgangsposition. Ich bin schmerzfrei aufgewacht und die Schmerzen kamen erst im Laufe des Tages. Davor hatte ich durchgehend Schmerzen, Tag und Nacht. Das war für mich unglaublich und deswegen sind wir seit vielen, vielen, vielen Monaten, ich weiß gar nicht, wie lange wir das schon machen, dabei geblieben. Ich habe euch auch gar nicht davon erzählt, weil es für mich schon so selbstverständlich ist, schräg zu schlafen. Und ja, das Gesicht ist morgens nicht mehr so geschwollen. Also ich kann das gut beurteilen, weil ich gefühlt als Kind schon Ödeme hatte. Ich habe einfach erblich bedingt einen Hang zu Ödemen, wahrscheinlich eine schwache Milz, wie die TCM sagt. Und mit diesem Schrägschlafen ist man viel weniger geschwollen in der Früh. Und wenn man mal geschwollen aufsteht, dann fließt das alles viel schneller ab. Also ich kann diese Untersuchungen nur bestätigen, irgendwas muss dran sein. Ich nehme mal an, dass es die Mikrozirkulation tatsächlich verbessert. Anders kann ich mir das mit meinen Beinen nicht erklären. Und wenn es das tut, dann ist es einfach für den gesamten Organismus wirklich eine Wohltat. Ich bin aber keine Ärztin. Ich kann mir schon vorstellen, dass da die Meinungen kontrovers sind zu diesem Thema. Ihr könnt das gerne selber nachgoogeln. Ich erzähle hier nur von meinen Erfahrungen. Ich weiß, dass bei diesen Untersuchungen schon ein erhöhter Kopfbereich gute Ergebnisse brachte. Es ist halt die Frage, wie es dem Rücken dabei geht. Ich würde dir eher empfehlen, den Kopfteil des Bettes in die Höhe zu bringen. Du kannst Bücher unter die Bettfüße stellen. Wenn du ein Bett hast, wo das nicht so gut geht, kannst du vielleicht den Lattenrost in die Höhe bringen. Oder ich kann dir auch einen Link zu einer Keilmatratze unter das Video geben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber ich kann dir wirklich nur raten, probier das aus, wie es dir damit geht. Wir schlafen ein Drittel unseres Tages und damit ein Drittel unseres Lebens und diese Zeit wirkt sich definitiv aus auf unsere Gesundheit und unsere Schönheit. Wenn du der Meinung bist, dass wir die Schlafzeit gut für unser Wohlergehen nützen sollten, teile dieses Video mit deinen Freundinnen. Wenn du eines der Tapes gewinnen möchtest, like dieses Video und kommentiere es, damit ich sehe, dass du mitspielst. Ich werde kommenden Freitag 3 der Kommentare herauslosen und im ersten Kommentar unter dem Video bekannt geben, wer gewonnen hat. In diesem Sinne, meine Lieben, schaut gut auf euch, bleibt gesund und bis bald!